Meine lieben Waterpark-Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier zum Drama. Zum Gelddrama? Okay, wir hatten vorhin noch irgendwie in der letzten Folge, Ende der letzten Folge, war hier alles mit grünen Bäumen über den Köpfen bei den Leuten und auch bei den Tieren, ne? Und wir mussten da ein bisschen in Savannengras investieren und jetzt ist es erstmal wieder soweit okay. Das heißt, wenn die Bäume scheiße drauf sind, dann sind auch die Leute und die... Hier, das tut mir leid, aber ich darf keine Tiere kaufen. Ich darf nicht mal welche kaufen, die umsonst sind. Na, können wir das denn hier mit dem... Weil hier ist doch echt ein Ballungsgebiet. Obwohl, wir haben hier auch, ne? Wir haben ja auch alles stehen, mehr oder weniger, ne? Klo und... Jetzt will ich nochmal ganz kurz, was er hier anzeigt. Limonade ist mir viel zu teuer. Okay, dann haben wir auf 14 gemacht. Machen wir auf 12, auf alle übertragen, dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, denn, wie gesagt, wir brauchen aktuell jeden einzelnen Cent. Sonst überleben wir das hier nicht. So. Okay, jetzt wird zumindest die Limonade nicht mehr erwähnt. Das heißt, es könnte sein, dass da was von verkauft wird. Ich weiß es nicht. Liegen jetzt schon wieder Flaschen auf dem Boden. Wo ist unser Müllmann? Hä? Wo ist der Müllmann? Du bist Enrique, ne? Okay, der darf uns nicht... Okay, unser Müllmann ist unterwegs. Hm, wo ist der? Ah, der läuft da hinten rum, okay. Gut, aber das kriegt er hin, ne? Also das ist... Ah, hier ist natürlich auch super das Ballungsgebiet am Eingang, ne? Da kommt er, der Müllmann, der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen wieder, ne? Da die ganzen Flaschenplagen eliminieren, ne? Die Erdmännchen gucken sich das ganz cool an, ne? Der Boden ist mir zu weich. Ach Gott, oh Gott, die brauchen Savannengras. Verdammte Kacke. Problem ist, das wird halt richtig teuer, ne? Ach, das ist Sand. Ja, damit sind wir wieder nicht gut dabei, ne? Okay, so viel zu teuer war es jetzt gar nicht, aber ja nun. Okay, dann müssen wir noch brav die Flaschen weg, das ist eine coole Nummer. Du bist am Abfrieren, das ist tragisch, aber nicht zu ändern, ne? Aber wir sind halt bei 2300, ne? Das ist mit dem Eintritt nur angemessen, ich denke mal, bis wir, ja, wirklich günstig. Das ist gut, dass du das erwähnst, Kleiner. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir gehen mal auf 10, gucken mal, was passiert. Denn, wie gesagt, wir brauchen aktuell wirklich jeden einzelnen Fall. Wir sind doch bald schon Partaktivität 2 angemessen. Angemessen. Mir geht's prima. Eintritt angemessen. Okay, können wir den... ich will trotzdem mal kurz mit 12 gehen, gucken, ob dann die wieder anfangen zu meckern. Angemessen. Boah, können wir auf 15 gehen, Freunde? Können wir auf 15 gehen? Das wäre so wertvoll, ne? Wenn wir das machen könnten. Und angemessen. Ja, ich glaube, mehr als 15 geht aber nicht, ne? Wir gehen mal auf 16, aber dann wird es wahrscheinlich zu teuer. Und wir sind jetzt auf 2200 wieder runter, also das ist, ne, ist schon wichtig, dass wir, den, ne, dass wir da ein bisschen was machen können, aber ich denke, Eintritt ist viel zu hoch. Okay, dann gehen wir auf 15 zurück. Flum, dumm, dumm. Das sollte dann aber auf jeden Fall angemessen sein. Kind, sag es, ne? Kommst aus dem schönen blauen Himmel? Angemessen, super. Dann lassen wir das erstmal auf 15 und gucken mal, was passiert, wenn wir auf Parklevel 2 sind. Und dann, ja, müssen wir schauen. Hm. Ja, wir sind doch gerade wieder, da hat es wahrscheinlich wieder eine Kosten gegeben, ich weiß es nicht, ne? Unsere Erdmännchen, unsere Zebrasse, ne? Jetzt ist dem zu warm, das kann ich aktuell nicht ändern, Kollege. Hier ist immer noch ein tierischer Auflauf. Müssen wir hin und hier gehen sie auch immer so rein, ohne dass wir eine Straße hinbauen. Ne? Gewinn, Einnahmen, Unterhaltskosten. Okay, wir nehmen nicht so viel an, so 661 Gewinn gesamt. Ja, Gewinn ist besser als Verlust, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Hm. Ja, die gehen auch rein. Also wir lassen das erstmal so. Ne? Insofern. Hm. Unsere Gazellen hatten ja, glaube ich, letztes Mal Nachwuchs bekommen, ne? Wo ist die Kurze? Ist sie das? Na, Kleine, bist du das? Moment, hier. Ha. Was? Alles gut? Kind? Mir geht's prima. Ja, das will ich lesen. Und euch geht's auch prima, Freunde? Ich würde mich gern paaren. Ja, tut der keinen Zwang an. Ne? Hier darf jeder machen, was er will, ne? Ja, das ist eine gute Sache und... ja, das Problem ist, ich würde gerne noch einen Bison, Bullen kaufen kann ich nicht, ne, weil aktuell, ich glaube, wir müssen, ich weiß gar nicht, wie lange wir brauchen, um wieder halbwegs auf einen coolen Zweig zu kommen. Hm, Baumaßnahmen, wir haben es jetzt Mai. Mai, ja, 2002. Okay, da ist nur April, da haben wir auch ein bisschen was gebaut, gut. Ja,
Ja, wir müssen natürlich was machen, ne? Besuchereinrichtung 300. Ah, die laufen ganz gut, ne? Parkeintritt läuft jetzt auch auf jeden Fall besser. Bauern werden wir jetzt erstmal nicht mehr so viel. Wir können nichts bauen, weil wir keine Asche haben. Wir können keine Tiere kaufen, Pflanzen schon gar nicht. Ne? Wie ihr wisst ja, Pflanzen kann man hier noch weniger kaufen, wenn man pleite ist, als Tiere. Was ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, aber ja nun. Wer fragt mich schon? Ne? So, ne? Da ist die Kleine, ne? Und da, mir geht's prima, ja, das lese ich doch gerne. Ich sehe dich nicht, du bist zu klein. Hallo, da ist sie. Hallo. Ja. 2-1. Ja. Ich könnte jetzt spulen, liebe Leute, aber ich überlege natürlich, wir müssen natürlich Strukturen und wir müssen ein bisschen beobachten, ne, damit wir wissen, wie wir am besten vorgehen, ne? Und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie jetzt ewig lange hin und her spielen, nur im Spulmodus. Das ist mir jetzt zu langweilig, Freunde. Ne? Ich meine, das zum Zuschauen ist es vielleicht ein bisschen langweilig, gestehe ich euch zu. Könnt ihr ja mal kommentieren, ob euch das zu langweilig ist, wenn ich das ohne Spulen mache. Aber ich beobachte halt auch so gerne hier die Leute, ne, wie sie so drauf sind. Du schmeißt die Flasche weg, das ist super. Ich verstehe zwar nicht, dass sie hier kein Pfandsystem haben, aber das ja, gibt es irgendwie nicht. Ne? Hier ist Dauerstau auf dem Klo. Ne? Können wir denn hier noch... Ja, aber aktuell. Ne? Aber zu der Limo sagen die nichts, ne? Nee. Aber solange die nicht sagen, dass das zu teuer ist, ne, ist mir das egal, ne? Hoppa, ne? Denk dran, hier ist ein Mülleimer, ne? Mach keinen Scheiß, ne? Ja, das ist gut, ne? Hast du richtig. Hoppa, hoppa, ich hab dir das gerade gesagt. Hallo. Ja, guter Hoppa, danke dir. Das ist super. So, ja, unsere Getränke laufen aber echt gut, die Dinger, ne? Wir sind unter 2000 runter, das ist cool. Also aktuell läuft es echt gut, muss ich sagen. Gut, wir konnten auch wir konnten auch den Eintritt echt beeindrucken, ja, das kann man so sagen. Wir konnten auch den Eintrittspreis gut erhöhen, das rettet natürlich ein bisschen was, ne? Nur, ja, mehr können wir erstmal nicht machen, weil hier sind wieder Bäume am Fehlen. Bäume kann ich erst kaufen, wenn ich wieder auf Null bin. Ne? Also hier von der Schulden her. Ne? Ja, weil das halt nicht... Ne? Das ist immer so eine Sache. Ne? Okay, haben wir noch einen Mülleimer? Aber einer müsste eigentlich reichen. Der Müllmann steht ja auch irgendwie hier, beziehungsweise der Typ... Hast du weggeschmissen? Nee, ne? Hast du noch? Ja, jetzt schmeißt du weg. Super. Perfekt. Hast du gut gemacht. Bin ich sehr zufrieden mit dir, ne? Du bist ja ein gern gesehener Gast. Ich kann es gerne wiederkommen. So, pass mal auf. Also, ne? Aktuell, ja, es läuft nicht ganz schlecht, ne, bin ich ja ehrlich, ne. Gut, der Müllmann, ne, das, mehr können wir noch, Müllmann können wir hier aber noch hinstellen, ne. Da müssen wir aber da noch Müllmann hin, ne, weil, die sind doch ganz gerne mal voll, weil hier ist ja echt der Papst am Boxen, ne. Hier geht's ja zur Sache, ne, das sieht man gerne, ne. Ich weiß gar nicht, wenn wir im Parklevel 2 sind, ob wir dann schon irgendwie, ja, ich glaube, dann können wir Hotdogs und sowas machen, ne? Und da gibt es dann auch nochmal ganz andere Sachen, die wir, ne? Mal hier, zim, zam, zom. Gut, das sind jetzt erstmal nur... Ja, also aktuell können wir noch nicht viel machen, ne? So. Letzten Tieren anzusiegeln, okay. Mhm. Ich dachte da nicht, aber das Ding ist halt einfach, ich weiß halt nicht, ob die Kampagne als gescheitert erklärt wird, wenn ich auch andere Tiere kaufe. Denn da sind wir ehrlich, ne, mit Parklevel 2 werden wir hier nicht auf 10.000 Pfeifen kommen. Das wird unmachbar sein. Ne? Aber das ist halt die Frage, die bleibt. Ne? Da werde ich mal speichern und dann gucken wir mal, ob wir die Mission mit mehreren Tieren, weil ne, je mehr Tiere, umso interessanter das Angebot, umso höher der Parklevel und das ist halt, ne, so eine Sache, ne? Und das Problem ist natürlich, wenn wir hier gleich den Level 2 erreicht haben, wollen die natürlich auch mehr, ne, Luxus hier, die kleinen Heyopays hier, ne? Was das hier los ist, ist unglaublich, ey. Ich glaube, wir spielen gar nicht Wildlife Park, wir spielen hier Menschenbeschau, ne? Das ist Menschenschau. Und die Sims, ich glaube, wir sind hier bei The Sims, ne? Ja. So, hier noch angemessen, vermute ich mal, ne? Angemessen, ja. 15, ist auch okay. Eintrittsgebäude 1, können wir da noch mehr von bauen? Haben wir nie gesehen. Ist auch egal, wir brauchen erstmal nicht mehr als 1. Können wir uns gar nicht leisten, Freunde. Oh, wir sind wieder auf 2000 hoch. War da ein Monat zu Ende oder so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Futter gekauft, hast du nicht gesehen, ne? Was sagt jetzt hier die Finanzpolitik, ne? Ja, das war natürlich gut, ne? Also durch die Erhöhung haben wir echt einiges gerissen.
Und Verwaltung hat 90 gekostet. Mitarbeiter, klar. Klimageräte, ja, die sind nicht auch immer teuer. Tierfutter. Haben wir kein Tierfutter gekauft, Freunde? Wieso haben wir kein Tierfutter gekauft? Ist aber noch genug da. Insofern kann es nicht sein, dass die Tiere am Hungern sind. Okay, wir sind wieder unter 2000. Sag mal, wollt ihr mir nicht mal... Aber gut, ich meine, ihr könnt ruhig poppen. Ne? Das gibt eh keine Kohle, ne? Und die Kleine hier... Wo ist sie? Die will ich ehrlich gesagt... Die bringt zwar einen Huni, ne? Aber... Wir können ja nicht alles verkaufen. Das ist ja auch scheiße, ne? Die erste habe ich ja gleich im Anflug von Raserei total schnell verkauft, ne? Da ging es uns aber noch ein bisschen schlechter, als es uns jetzt geht, ne? Also jetzt geht es ja eigentlich schon, ne? Opa! Mir geht's prima. Super. Boah, hier ist echt voll der Mega-Auflauf. Ne? Guckt euch das mal an. Sollen wir da noch ein Getränkeautomat daneben stellen? Aber... Ja, die sind alle nicht wirklich am Meckern. Ne? Was ist denn eigentlich mit den Besuchereinrichtungen? Die machen 528 Pfeifen. Okay. Das kann vielleicht mit den Limonadenpreisen zusammenhängen. Ich weiß nicht, weil letztes Mal war es nur 300, ne? Wobei natürlich auch wahrscheinlich mehr Geld durch Leute gekommen ist. Summe. Wir haben auf jeden Fall Plus gemacht. 360. Wisst ihr was, Freunde? Wir machen da noch einen hin. Na, die Dinger müssen wir hinterher eh wieder verbimmeln, wenn wir Hotdog Stations und sonstiges haben. Auf alle übertragen. Ganz kurz hier nochmal bei den Preisen gucken. Genau, richtig, genau. Geht's dann damit direkt weiter, ne? Gut, der macht auch sofort Gewinn, ne? Das ist eine prima Sache, finde ich, ne? Weil ne, wir müssen hier echt Asche machen. Darum, es geht nur um Asche. Freunde, wir müssen, ne? Unser primäres Ziel ist 10.000 klar zu machen. Das ist erstmal egal. Aber solange wir hier nicht irgendwie unter 1.000, glaube ich, sind, können wir, glaube ich, keine Tiere kaufen, ne? So, Zebra-Stud hat Nachwuchs bekommen. Super! Zebra-Baby Bianca! Was bringst du? Null. Wie gesagt, du bringst null. Dann verkaufe ich dich auch mit Sicherheit nicht. Ach, wie süß. Schaut mal. Komm her. Wo bist du, Bianca? Kriegst du jetzt was zu trinken? Gibt's Milch? Komm, gib dem... Ach, erstmal ein bisschen Wasser trinken. Okay. Ah, das erfrischt. Super. Und jetzt gibt's noch eine Runde Milch als Nachschlag und dann ist alles wieder gut. Erdmännchen, cool, aber die, ne, die bringen auch, glaube ich, gar nichts, ne? Komm, bleib mal stehen. Kollege, Kollege! Okay, Kollege, null. Ja, wie gesagt, wir haben in der Mission nur Tiere an Bord, die wirklich, bei den Bisons weiß ich es nicht genau, aber die echt keine Asche bringen, ne? Können wir jetzt schon wieder, Glückwunsch, partaktives Geschenk, neue Bauoption. Okay, wir sind jetzt auf 2. Jetzt wollen die Leute natürlich auch mehr Sachen haben. Was können wir denn generell hier da mal kaufen? Okay, das ist Parkdeko. Parkdeko interessiert mich nicht so. Gut, wir können jetzt Eisstände und Hotdogstände machen. Okay. Eis und Hotdog. Und wir, Aquarium. Wir können ein Aquarium bauen. Das bauen wir auch nochmal direkt hier neben. Das hätte ich ganz gerne hier neben. Moment. Zum. So, und dann können wir auch direkt updaten. Wir daten einmal das hier ab mit Zugvögeln, wuppdiwappdi. Das können wir auch direkt updaten. Da gibt es auch nur Süßwasserfische. Okay, da müssen wir allerdings hier noch einen Weg hinziehen. Das bleibt nicht aus. Zim. Wir müssen aufpassen, dass wir den Baum nicht klar... Ah, wieso hat er das jetzt nicht genommen? Wieso nimmt er das nicht? Verdammt! Nochmal. Flum, dumm, 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 dumm. Jetzt willst du mich verarschen. Aber wahrscheinlich, weil wir die Kohle nicht haben. Gut. Ja, nun. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall jetzt mehr Angebot machen. Was nehmen wir noch dazu? Okay. Was haben wir hier? Erstmal auf alle übertragen. Dann gucken wir uns mal die Preise an. Gerne. Gerne. Bio-Limonade kostet 10er und wird gerne bezahlt. Weil gerne geht aber noch was. Ja, aber... Da
Das muss erstmal reichen. Gerne, gerne. Wir lassen das erstmal. Die können wir nicht updaten, die Toilettenhäuschen. Können wir denn große Häuser jetzt bauen? Ja, okay. Das Ding ist halt einfach, ne, dass wir... wir können die Dinger nicht versetzen. Ich würde jetzt hier gerne das Ding mal abreißen und dann mal gucken, ob wir da ein... ich verbimmel das mal, Flum. Ob wir da eventuell ein richtiges Toilettenhäuschen hinstellen können. Ich glaube das zwar nicht, ne? Es ist zu groß. Ja. Okay. Das bedeutet, wir machen... Wo machen wir hin Toilettenhäuschen? Wo machen wir hin Toilettenhäuschen? Großes Toilettenhaus. Machen wir mal hier hin. Okay, da müssen wir updaten. Was gibt's da? Okay, da gibt's eh aktuell nichts abzudaten. Gut. So, Zebra hat Nachwuchs bekommen. Super! Noch eine Bianca. Klasse. So, alright. Okay, da müssen wir natürlich auch noch jetzt hier ein bisschen für Fressereien sorgen. Das heißt, wir werden jetzt hier auch noch eine Hotdog-Bude hinstellen. Wir müssen nicht aufpassen, dass nicht zu schnell wieder zu viel und überhaupt nicht sowieso. Ihr kennt das Spiel, ne? Sonst geht das mit dem miesen Dreck wieder weiter. So, das ist ein Eisstand. Das ist ein Hotdog-Stand, ne? Bauen wir mal hier hin. So, pass mal auf. Wuppdiwappdi. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Flumdiwumdi. Das lassen wir erstmal. Okay, was haben wir hier im Angebot? So, hier können wir Fruchtschorle und hast du nicht gesehen? Fruchtschorle machen wir. Erstmal hier die Preise gucken. Moment, Mülleimer. Ganz wichtige Geschichte. Mülleimer. Ganz kurz hier mal auf die. Zahle ich gerne. Okay, gerne ist erstmal in Ordnung. Zahle ich gerne, zahle ich gerne. Gerne lassen wir erstmal. Müssen wir jetzt hier auch noch einen Weg hinballern? Glaube ich aber nicht, ne? Ach, wir können eh nicht, weil wir keine Asche haben. Wir sind auf 2000 wieder runter. Na gut, okay, müssen wir mal gucken. So, das heißt, eine, ne, das ist unsere erste große Aufgabe, haben wir gemacht mit hier, 90%. Das kann aber auf jeden Fall, das kann variieren, ne, je nach Laune, ne, aber das haben wir schon mal geschafft. Die Tiere haben wir auch schon, aber auch das kann variieren, wie wir wissen. Die Zebras, da haben wir jetzt genug. Wie sonst müssen wir 8 Gazellen? Haben wir noch eine zu wenig? Ja, habe ich eine verkauft, ich Idiot. Aber das kommt nach, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, sind jetzt Level 2. Was eine gute Sache ist. Ja, die Dinger brummen auf jeden Fall. Gut, mehr Bäume, ne? Ich kann aktuell noch nichts machen. Kann ich jetzt noch ein Tier kaufen? Ganz kurz mal schauen. Wir waren noch ein Bison auf Lau, ne? 217. Aha. 3-0. Kann ich den kaufen? Ne, kann ich immer noch nicht kaufen. Das heißt, ne, wir müssen unter 1000 wahrscheinlich runter, was die Miesen angeht. Jetzt gehen wir da hoch. Oh Gott, oh Gott. Ist aber egal. Kriegen wir hin? Ich denke mal, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe mal. Der macht erstmal gar keinen Gewinn. Der macht erstmal auch gar keinen Gewinn. Aha. Komm hier, hol dir mal einen Hotdog oder eine Limo oder sonst irgendwas. So, Zebrastute ist schwanger. Super Sache, das. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was gerissen. Das finde ich gut, Freunde, ne? Also, ne? Pardon. Mit der Parkattraktivität. Was ist hier ein? Das müssen wir noch ganz kurz angemessen. Okay, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir das noch weiter hochsetzen können. Können wir mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn wir es auf 16 setzen. Aber das würde mich ja doch schon interessieren. Da ist noch einer reingekommen, jetzt nochmal ganz kurz. Angemessen, gut, dann gehen wir auf 17. Denn, ne, ihr seht es hier, ne, wir müssen jeden einzelnen Cent nehmen, den wir kriegen können. So, angemessen immer noch, dann gehen wir auf 18. So, kommt der nächste. 18, was sagst du zu 18? Angemessen. 19. Ja, dann haben wir nämlich ein paar ganz gute Voraussetzungen, wenn wir das ein bisschen hochschrauben können. Ihr seht, geht er wieder auf 1,8 runter, das ist gut. Angemessen. Okay, dann gehen wir mal auf 20. Fluppdiwuppdi. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch austaxieren. Ne? Angemessen. Okay, wahrscheinlich mit 21 nicht mehr, ne? Gut, Zebras kriegen hier Nachwuchs ohne Ende, das ist eine coole Sache.
Sind die modernen Erdmännchen von heute, ne? Viel zu hoch, okay. Das heißt, 20 ist der Kurs, der aktuell festliegt, ne? Und, ja. Dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier boxt auf jeden Fall der Papst. Wir müssen gucken, dass wir das alles ein bisschen... Zebrastufe... Okay, da ist aber ein Dock drin. Kollege, das kriegst du hin, ne? Was ist mit dem Erdmännchen? Leichte Karies, ja, kriegt er hin. Gehe ich mal von aus, dass er das schafft. Kollege? Was ist hier, das Bewässerung? Ach, das ist gar nicht der Dock. Dem Doc, komm, Doc macht das klar, was ist hier? Ja. Fähigkeiten. Okay, bei den psychischen Sachen ist er nicht so, sterilisieren kann er nicht, sogar bei leichten Krankheiten kann er gut behandeln. Gut, ich denke mal, er wird das irgendwie hinkriegen. Liebe Leute, ich sage es erstmal vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sind auf 1,5 runter, es läuft gut, ne? Wir konnten jetzt einiges reißen hier, ne? Gut, die wollen jetzt alle Bäume haben, oh, die wird das zu groß, gut, dann muss ich euch auf jeden Fall leider doch verkaufen. Als Methode, aber nehmen wir erstmal etwas, würde mich gerne paaren, ne? Das genau hat das Problem hingekriegt, ne? Hier eine Herde zu groß, ne? Ist natürlich echt schade. So, warte mal, das ist Zebrastute. Zebrastute. Gibt es da irgendwo einen Bullen? Oder habe ich den jetzt verkauft? Hengst. Okay, das heißt, eine Dings können wir noch verbimmeln. Wumm, dumm, dumm. So, dann hoffe ich mal, dass das irgendwie sein alles okay ist. Ja, meine lieben Leute. 1300, wir sind auf einem guten Weg, das ne, habe ich ja schon öfter erwähnt, wir waren schon vor diversen Abgründen haben wir gestanden in diesem Spiel, er hat es repariert, geile Sache, aber irgendwie haben wir das immer wieder gewuppt oder einiges, das meiste haben wir zumindest irgendwie gewuppt, ne? Ich mache jetzt mal Pause, sag vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde, haltet euch wacker, ciao, ciao und geht dann mal wieder in Zoo, ich sage euch Spielkind 45, ne? Ciao, ciao.